Ja. Okay, also bei mir ganz dringende Fragen gleich unterbrechen, damit es die anderen auch noch hören, falls die nächste Diskussion unterbrochen wird, sonst einfach bitte für den Schluss warten. Also mein Vortrag ist kurz zum Thema Incident Information Sharing, also das Teilen von angriffsbezogenen Informationen. Zu meinem Scope, ich arbeite auch beim EIT interessanterweise in zwei Rollen, einerseits als Betreiber, also Systemadministrator von Telemonitoring-Systemen, wo Patientendaten zu Hause aufgezeichnet werden und zur Analyse dem Arzt zur Verfügung gestellt werden, also an und für sich in einer gewissen Sicherheitsrelevanz, andererseits in einer Gruppe, wo es um IT-Security-Forschung geht. Mein Thema habe ich deswegen genau sogar als Untertitel gewählt, mit vereinten Kräften gegen den unsichtbaren Feind. Warum? Wir haben es im Cyberspace sehr schwer festzustellen, woher Angriffe kommen, und es ist sehr teuer, einen Angriff zu verstehen und zu beschreiben. Und deswegen muss man Kräfte vereinen und Informationen teilen. Überblicke zuerst, was ist die Idee dahinter? Was ist überhaupt Information, Incident-Information, Lösungen, wie man solche Informationen darstellen könnte. Als Beispiel Stack, dort einer, der momentan sich scheinbar zum Standard dann durchsetzen könnte, Cybox, Stix, Taxi. Und welche Risiken hat Informationssharing? Alles hat Risiken, und alles hat Vorteile und Risiken. Also am Anfang mal, was heißt eigentlich Incident Information Sharing in der Realwelt? In der Realwelt ist das eigentlich was sehr Altes und sehr gut erprobt von dem. Man verbreitet Signaturen vom Angreifer. Wie erkenne ich den Angreifer, wenn ich ihn sehe? Man verbreitet Informationen über die Methode, nach der er vorgeht, damit man diese verhindern kann. Es sind Werkzeuge vorhanden, sowohl um den Angreifer zu erkennen, in dem Fall einfach durch Hinschauen des Büdel vergleichen, beziehungsweise es sind Werkzeuge zum Abwehr vorhanden, primitiv gesprochen Gewehr zum Beispiel. Man kann damit die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Resilienz heißt, dass man eine erhöhte Abwehrfähigkeit gegen solche Schwierigkeiten hat. So, und was man auch nicht übersehen darf, Incident Sharing findet in einem rechtlichen Rahmen statt. Eine Gesellschaft muss den Sinn erkennen und den Sinn akzeptieren. Für diese alten Methoden ist der rechtliche Rahmen stabil. Nämlich, wenn man das betrachtet, ist eigentlich katastrophal. Dieses Plakat enthält personenbezogene Daten. Trotzdem war es legal, es aufzuhängen. Warum? Weil es den gesetzlichen Rahmen zum Beispiel gibt, dass davor eine Verurteilung stattgefunden hat. Dass ein Exekutivorgan eine Straftat beobachtet hat, und damit ist es in Ordnung. Es sind auch die Kompetenzen der Teilnehmer gesetzlich geregelt. Was darf die Polizei, was darf der ja in der Bank, der darf ein Erschießen nehmen, steht da ein Plakat drauf, und damit war das geregelt. Ja, wie schaut es denn in der Cyberwelt aus? Na, es ist schwierig. Die Methoden sind erst im Aufbau. Was sind einheitliche Signaturen, um einen Angriff zu erkennen? Wie können die strukturiert ausgetauscht werden? Welche Werkzeuge gibt es davon? Auf jeden Fall, so wie das Plakat daneben. Das ist wieder toll, wenn man die Leute in der Realwelt fangen will. Als Informationsaustausch im Cyberraum ist das unbrauchbar. Weiters, der rechtliche Rahmen ist unklar. Wenn jemand in der Bank erschossen wurde, ja klar, in welchem Sheriff seinen Zuständigkeitsbereich das fällt. Was wäre es zuständig, wenn österreichische Privatrechner indischen Energieunternehmer attackieren? Wie wird dann mit personenbezogenen Daten umgegangen? Vor allem, weil wir ja hier keine Verfahrenseröffnungen haben. Da ist es nicht ein Richter, der verhängt, derjenige ist jetzt zu verhaften, sondern einfach so. Was ist ein Beweismittel überhaupt in diesem Zusammenhang? Ja, und dann kommt noch eine Schwierigkeit dazu, manche der Probleme kann man zwar im virtuellen Raum analysieren, aber sie sind nur im Realraum lösbar. Das heißt also, unter Umständen muss man auch den Angreifer oder die Motivation dann halt im Realraum beheben. Problembeschreibung, warum wollen wir dann vielleicht teilen? Grund ist die Ersterkennung, Erstbeschreibung, Erstbeseitigung eines unbekannten Angriffs, besonders wenn es sich, wie vorher genannt worden, APTs handelt, ist ein enormer Aufwand. Man braucht dafür Expertise in verschiedensten Wissensbereichen,
permanenten Personaleinsatz. Warum permanent? Es bringt nichts, eine Feuerwehr zu gründen, wenn es brennt. Die muss vorher da sein und die muss vorher getrainiert haben, sonst ist sie wertlos. Und die braucht natürlich die entsprechende Ausrüstung. Die Folgeerkennung und Beseitigung ist bei Weitem einfacher. Man braucht dann nur mehr die Expertise in dem speziellen Feld, wo das Problem aufgetreten ist, der Personaleinsatz ist geringer, die Werkzeuge sind billiger. So, damit nicht jeder selber kämpfen muss und selber diese teure Ersterkennung machen muss, Kommunikation, um eben die Kosten zu reduzieren, die Effizienz zu steigern. Hier nur kurz ein Beispiel, wie man sich das vorstellen kann, eben für diesen Advanced Persistent Threat. Was kann da passieren? Im ersten Schritt ein Intrusion Detection System Administrator bekommt eine Meldung, die schaut phishing aus. Die sagen ja oft, je komplexer die Systeme sind, die sagen dann nicht, das ist der Virus XY. Das würde heißen, dass man den bereits mal gesehen hat. Man sagt nur, da ist vielleicht was phishing. Ein Windows-Admin schaut sich dann die Kiste an und findet dabei ein Programm, was ein bisschen komisch ausschaut. Es ist aber kein Virus, der Virenscanner kennt es nicht. Der Backup-Administrator hilft durch Raussuchen alter Backups festzulegen, wann das Programm vielleicht auf diesen Rechner gekommen ist. Firewall- und Mail-Server-Administratoren können die Logfiles nachschauen und das Einfallsereignis auf einen Zeitpunkt festlegen. Man kann dann irgendwann das Original-Binary bekommen, man kann es analysieren, was sehr aufwendig ist, man kann Gegenmaßnahmen ausarbeiten, Signaturen ausarbeiten und mit denen kann man dann wieder die Abwehrsysteme neu konfigurieren, Firewall-Konfigurationen ändern, dem Intrusion-Detection-System sagen, worauf es schauen soll und so weiter. Sauteuer. Wiederholt, man bekommt die Signatur, spielt die ein und hat schon mal eine gute Basis-Protection. So. Deswegen der Lösungseinsatz, eigentlich wäre ja alles ganz einfach. Ziel ist es eben, diese Kosten pro Teilnehmer zu verringern, dadurch ein effektiveres Vorgehen gegen den Angreifer und die Verringerung des kritischen Zeitfensters. Kritisches Zeitfenster ist, könnte man sagen, ist der Bereich, wo jemand fängt zum Angreifen an und hat sozusagen einen gewissen erweiterten Zugriff auf die Systemressourcen bis zu dem Zeitpunkt, wo man wieder rausschmeißt, wo man weiß, wonach man suchen soll und die Möglichkeit hat, ihn rauszuschmeißen. Bei APTs gibt es Fälle, wo dieser Zeitraum scheinbar im Bereich mehrere Jahre lag. Also mehrere Jahre lang, wer ungestört hat wirtschaften können. Methode, eben diese Erkenntnisse teilen, kollaboratives Erarbeiten von Maßnahmen und Verwendung gemeinsamer Werkzeuge. Warum gemeinsame Werkzeuge? Wenn es einen Großbrand gibt, ist man wahrscheinlich sehr froh, dass alle Feuerwehrstationen die gleichen Schlauchverschlüsse haben, weil sie können zusammenarbeiten. Das gleiche Problem hat man da bei der IT auch, wenn man schon manuellen Aufwand braucht, nur um eine Signatur ins eigene IDS umzucoden, vergeht Zeit, es können Fehler passieren, es können falsch-positive passieren, falsch-negative resultieren, Probleme. Ja, warum ist es doch nicht so einfach? Dazu kann man sich mal den Status quo anschauen. Es wird bereits getauscht, aber was wird momentan eben getauscht? Es werden zum Beispiel, es gibt Vulnerability-Datenbanken. CVE kennt vielleicht, wer der in dem Bereich bereits zu tun hatte, ist eine Datenbank von Vulnerabilities. Es gibt Schadsoftware-Signaturen, die ganzen Virenscanner verteilen die. Netzwerksignaturen, wie sie in IDS-Systemen eingesetzt werden. Dann auch zum Beispiel Datenbanken infizierter Server, zum Beispiel Microsoft-Windows-Geräte melden an das Microsoft-Support-Center zurück, wenn sie infiziert sein könnten. Das heißt, Microsoft hat eine Liste, wer wo welchen Müll teilweise auf seinem Privatrechner drauf hat und teilt die auch teilweise. Warum ist das trotzdem noch nicht ausreichend? Die Formate, die dabei verwendet werden zum Austausch, sind proprietär, nicht automatisch verarbeitbar. Es gibt eine mangelnde automatische Vernetzung, es gibt keinen Datenabgleich. Kein Datenabgleich heißt, es gibt zweimal Kopien desselben mit leicht unterschiedlicher Aussage, die nicht mehr zusammenführbar sind. Warum das so ist, da ist ein Beispiel von dem, ich weiß nicht, ob du jetzt gehört hast, ist jetzt in aller Munde, den SSL-Exploit, mit dem man SSL abhören kann, jetzt unter gewissen Bedingungen. So schaut dann der CVE-Record aus. CVE, Common Vulnerabilities and Exposures. Super, man hat eine kurze Beschreibung drinnen, wo man wissen muss, was sie bedeutet. Und man hat eine Menge Links und Zusatzinformationen, die man manuell durchschauen und lesen kann, um dann zum Beispiel eine Signatur zu entwickeln. Ist nicht direkt geeignet, um damit maschinell etwas zu machen.
Schwierigkeiten eben, automatische Verarbeitung dabei. Dieser Datenaustausch braucht eine gemeinsame Sprache. Was ist ein Rechner? Wie kann man Betriebssysteme klassifizieren? Wenn ich wem sagen will, Windows 7 in der russischen Variante hat einen Bug, weil dort ist das und das drinnen, dann muss ich das irgendwie beschreiben können. Gemeinsame Sprache. Schwierigkeit dabei, für jede Informationsebene braucht man eigene Sprache. So wie bei uns auch Biologen haben eine andere Sprache wie Chemiker, weil sie einfach auf anderen Ebenen der Naturwissenschaft agieren, obwohl es beides Naturwissenschaftler sind. Metadaten müssen mitgeliefert werden, weil sie sind essentiell. Wann wurde was gefunden? Wo wurde es gefunden? Teilweise braucht man die Dateien. Jemand will die Schadsoftware weiter analysieren. Signaturen können wichtig sein für AV-Hersteller. Ja, und dann noch, das darf man auch nicht verstehen, ganz vergessen, es macht auch Sinn, die Taktik und das Verständnis der Ziele zu teilen. Wenn zum Beispiel eine Hackergruppe ein bestimmtes Geschäftsmodell hat, wie sie E-Banking-Applikationen aberntet, dann wäre es wichtig auch zu wissen, warum die gerade die drei Banken ausgewählt haben und nicht drei andere. Ja, wenn man die Daten austauschen kann, wäre es halt auch noch schön, wenn man sie eindeutig identifizieren kann, dass man sagen kann, ihr beide redet über einen Vorfall, ist das dasselbe? Können wir das zusammenführen, wenn es wirklich identisch ist? Eben Datenabgleich, Versionierung sind dann die Konsequenzen davon und automatische Aktualisierung wäre schön. So. Das erste Problem, dann nur kurz als Grafik, das ist schon das Volumen. Hier ist nur die Menge der Antivirus-Signaturen, die hinzugekommen sind, die Menge der neuen Signaturen. Das Jahr 2014 ist eben noch nicht vollständig, weil das ist am 13.10. erstellt worden, das heißt, der Balken wird noch höher. Man sieht also da 300.000, so viele Signaturen, manuell ist da nichts mehr zu machen. Das heißt, man muss automatisch tauschen. Man muss Information tauschen. Nur was ist Information in dem Zusammenhang? Nämlich, man kann Angriffe und Werkzeuge auf unterschiedlichen Ebenen beschreiben. Und jedes ist eine Informationsebene, aber mit einer anderen Sprache. Da gibt es zum Beispiel Dateien, die man gesammelt hat, Schadsoftware-Dateien. Man kann aber auch das Netzwerkverhalten oder das Dateiverhalten dieser Schadsoftware beschreiben. Also, wo greift sie hinzu, wonach sucht sie, wie läuft sie ab. Man kann auch den Angriffsablauf des Ganzes beschreiben. Zum Beispiel kann es sein, dass eine Angriffstechnik ist, man sendet zuerst eine Phishing-E-Mail, man lockt damit jemand auf eine verseuchte Seite, man installiert damit eine Schadsoftware, man durchsucht alle Mails des Mail-Servers, zum Beispiel nach Passwort, Kennwort und ähnlichen Dingen, bekommt ja jeder mal zugeschickt, lädt dann noch weiteren Schadcode und Steuerbefehle nach, schickt die Passwortlisten raus. Das kann eine Strategie sein, um eine gewisse technischen Ablauf durchzuführen. Dann gibt es aber auch Angriffstaktik. Zum Beispiel, ich stehle Kundendaten zur Mobilfunkkarte, lasse mir dann die Mobilfunknummer umleiten, damit sind auch die SMS umgeleitet und hebe dann Geld ab, indem ich mir dann die Mobile TANs zusenden lasse. Und es gibt auch noch Strategien, die kommuniziert werden können. Die Strategie einer Gruppe wäre zum Beispiel, sie stehlen Geld, zum Beispiel über diese Angriffstaktik, die da genannt wird, machen diese Money-Mool-Sache, um das Geld zu waschen, spielen dann mit dem Geld in Online-Casinos und lassen sich das Geld danach bar via Money-Transfer und Co. auszahlen. Das sind alles Ebenen, wie man eine Angriffsstrategie oder Angriffe allgemein beschreiben kann. So. Wie kann man jetzt das formalisieren? Wir brauchen eine Sprache. Hier ist ein Beispiel, zum Beispiel Malware Attribute Enumeration and Characterization Language, die sagt, gehen wir es an, teilen wir es in Ebenen auf. Es gibt ein High Level, zum Beispiel eine Schadsoftware hat Persistence. Sie hat also die Möglichkeit, sich auf eine Maschine zu verankern und über Reboots hinweg immer wieder aktiv zu werden. Die Ebene darunter, wie funktioniert diese Persistence? Sie installiert, sie verwendet einmal eine malicious binary Instantiation davon. Das heißt zum Beispiel, sie verändert eine DLL, die vom Word dann als normale DLL geladen wird. Auf unterer Ebene, wie macht sie es? Sie legt die Datei XYZ-DLL an und schaut, dass das Word sie lädt. Und wie funktioniert es? Ganz unten,
Sie ruft folgende System-API-Calls auf, damit die Datei angelegt, geöffnet und so weiter wird. Das heißt, diese untere Ebene ist dann zum Beispiel die Ebene, wie man einem Virenscanner sagen kann, worauf er schauen muss. Weil genau auf das schaut der Virenscanner. Der sagt, wenn jetzt eine neue Version einer Windows WinWord DLL angelegt wird, die diese Signatur drinnen hat, dann ist das ein Problem. Wenn eine andere Datei dieselbe Muster drinnen hat, ist es kein Problem. So. Ja, damit man auf diesen Ebenen was bezeichnen kann, muss man immer von was Bekannten ausgehen. Man kann erst über Moleküle reden, wenn man sich geeinigt hat, was Atome sind. Und genau gleich funktioniert es hier auch. Man beginnt zuerst mal, wie benennt man Bekanntes? Es werden dabei Klassen von benennungswerten Objekten definiert und es werden einheitliche Namen für diese Objekte verwendet. So wie es man in der Physik auch hat. Das ist Cäsium oder das ist Temperatur. Genau das ist die gleiche Idee. Das nennt sich dann zum Beispiel Cyber Observable Expression. Also sind Ausdrücke, wie man Beobachtungen beschreiben kann. Hier ist ein kurzes Beispiel davon, von dem Systemobjektprozessor. Das beschreibt, das sagt eben, ein Prozessor hat einen gewissen Typ und es ist eine String-Property und für diese String-Property gibt es dann ein Dictionary, wo man sagen kann, okay, nach dem werden Prozessoren klassifiziert. Und damit kann man das verwenden. Nämlich, warum? Eine Schadsoftware kann unter Umständen nur auf AMD-Prozessoren einer bestimmten Range funktionieren. Auf den anderen funktioniert sie nicht. Da ein weiteres Beispiel dafür, komplexeren Typ HTTP-Session-Object. Da gibt es halt, da sagt man, es gibt dann einheitliche Bezeichnung, was ist ein Host-Field-Type, was ist ein Status-Line und so weiter. Man benennt die Dinge, um damit zum Beispiel einen HTTP-Request beschreiben zu können, und zwar nicht nur menschlich zu beschreiben. Wenn ich irgendjemandem sage, der technikaffin ist, ich habe einen GET-Request mit der URL ABC bekommen, versteht er das? Sagen Sie das mal bitte an chinesischen Kollegen. Es wird dann einfach schwer, wenn man sowas wirklich international und weltweit haben will. Und auf die Weise sind es technisch niedergelegte Formate und jeder hat das gleiche Verständnis davon. So, da ist noch ein anderes Beispiel dafür, eben für wie man ein Betriebssystem an Typ festlegt, was macht einen unique Betriebssystemtyp aus, der hat halt eine bestimmte Bitness, was es für ein Betriebssystem ist, wann es installiert worden ist, welchen Patch-Level und so weiter. So. Damit können wir jetzt über Dinge reden, die wir bereits kennen. Das Dumme ist, wenn wir über Angriffe reden wollen, reden wir eigentlich über Dinge, die wir nicht kennen. Und jetzt geht es darum, wie man mit dieser Sprache, dieser Beschreibungssprache, kann man jetzt versuchen, die böse neue Welt da draußen zu beschreiben. Man hat die gemeinsame Sprache, und durch Austausch von Beobachtungen, die in dieser Sprache technisch niedergelegt werden, man muss sich wirklich die Mächtigkeit von dem vorstellen, es ist eine Sprache, die sowohl durch ihre starke Formalisierung der Maschine zugänglich ist, dass die eine Maschine verarbeiten kann. Stellt euch das vor wie ein Datenbankmodell. Und gleichzeitig ist sie auch menschenverständlich, da es diese menschliche Beschreibung dafür auch gibt. Man kann jetzt eben unter der Verwendung solche Beobachtungen austauschen und dabei neue Klassen definieren von Dingen, die man dann eben beschreiben kann. Wie zum Beispiel, man verwendet jetzt diese Cyber-Observations, eine neue Malware zu beschreiben. Diese verwendet, geht auf folgende Prozessortypen, geht auf folgende Betriebssysteme und so weiter. Und auf die Weise kann man solche Daten vergleichbar machen. Ja, das ist dann die nächste Ebene. Structured Threat Information Expression ist zum Beispiel eins der Projekte, das sich das zum Ziel gesetzt hat. Die verwenden eben diese Cyber Observables, also diese Cyberbeobachtungen, um damit Bedrohungsinformation zu beschreiben. Das Modell ist recht komplex, da kommen eben die verschiedenen Bereiche vor, der Angreifer mit seiner Motivation, die Kampagne, die er gerade fährt, TTP ist Tactics, Techniques, Procedures, also wie geht er vor, wie findet er seine, da unten Exploit-Targets, wie wählt er seine Ziele aus, welche Incidents produziert er dabei, welche Indikatoren gibt es dafür, dass so ein Incident passiert ist
und Course of Action, was kann man dagegen tun? Und hier sind die Observablen, ihr seht, die sind deswegen von verschiedenen Bereichen hin verlinkt, die sind nämlich die Grundlage dafür, dass man diese Objekte hier, was ist ein Indikator, was ist ein Incident, wie kann man Gegenmaßnahmen treffen, dass man solche Dinge damit beschreiben kann. Ja. Beispiele für solche Klassen sind eben Angreifer, die Klasse beschreibt, welche Motivation hat der, wie wählt er Ziele aus, welche Fähigkeiten hat er? Ist es jemand, der einfach nur in ein Land ohne Auslieferung sitzt und eigentlich recht dumm und primitiv vorgeht? Oder ist es jemand, der vermutlich durchaus in Westeuropa sitzt, sich versteckt und über viele Ecken sehr sophisticated arbeitet? Campaign, die Kampagne, man gibt den Dingen Namen auch wieder, dass man einen Identifier hat, Menschen mögen sowas, ein Status, abgeschlossen, geplant, ongoing. Der erhoffte Effekt der Kampagne. Was will der eigentlich damit? Will der wirklich nur E-Banking, Geld stehlen oder hat er eigentlich andere Ziele? Was ist der Grund dahinter? Dann eben Tactics, Techniques, Procedures, Vorgangsweise. Wie wählt er Zielpersonen aus? Wie wählt er Zielsysteme aus? Exploit Target. Welche Lücke oder Schwachstelle wird verwendet? Welche möglichen Gegenmaßnahmen gibt es gegen dieses Target? Und Course of Action ist dann eben eine Beschreibung der Gegenmaßnahme. Welche Einflussfaktoren gibt es? Wo ist diese Gegenmaßnahme hilfreich? Wenn man schaut in ein Office-Umfeld, kann die Gegenmaßnahme Rechner abstecken, sehr hilfreich sein. In einem Kraftwerk wird die Gegenmaßnahme mehr Schaden verursachen, wie sie Nutzen bringt. Das heißt also, dazu gibt es dann eben Einflussfaktoren. Die Maßnahme kann auch ein Ergebnis haben. Abstecken hat hundertprozentigen Erfolg mit dem Risiko, dass man halt Sekundärschäden hat, während andere Maßnahmen sind vielleicht nicht so effektiv. Wie viel kostet das? So, und wenn man jetzt sozusagen ein Modell hatte mit Sticks, wie man das Verhalten des Angreifers, seine Methoden und ähnliches formalisiert erfasst, dann muss man es noch irgendwie austauschen. Und das ist zum Beispiel Paxi. Ist eine Möglichkeit eines Protokolls, Versand, im Prinzip kann man es sich vereinfacht vorstellen, Versandprotokoll von solchen Meldungen. Ich gehe jetzt, weil wir schon über der Zeit sind, recht zügig vor. Taxi, Trusted Automated Exchange of Indicator Information, ist einfach, wie kann man das organisieren? Welche Modelle braucht man? Soll man eher, hat man einen Zentralpunkt, der halt weiter sagt, oder hat man wie hier komplexe Netze, wer wem welche Meldung weitergibt, warum man solche Modelle braucht, kommt hinten noch kurz. Und wer sind die Partner in so einem Austauschnetz? Nationale Computer Emergency Response Teams, Nachrichtendienste, militärische CERTs, Betreiber von Antiviren, also Hersteller von Antivirensoftware, betriebliche Security Teams, die sind interessiert, solche Streams an kontinuierlichen, maschinenverarbeitbaren Sicherheitsinformationen zu bekommen. Eher ungeeignet dafür sind zum Beispiel Klein- und Mittelbetriebe. Die werden überflutet mit tausenden Meldungen pro Tag, können sie nicht einschätzen und die Infrastrukturkosten sind zu hoch. Also man sieht auch, es ist kein Cure-All. Es gibt Bereiche, wo man mit den Werkzeugen nicht die großen Ergebnisse erzielen wird. Ja, und ganz kurz jetzt noch, am Anfang habe ich gesagt, alles was man macht, hat auch Risiken. Was sind hier die Risiken? Zuerst hört sich eigentlich gut an, wir tauschen ja nur, wir haben nur Vorteile, nein. Austauschen hat zum Beispiel die Risiken. Überschießende Reaktionen, wenn man auf einmal weiß, was alles auf der Welt passiert und passieren könnte, kann man sich durchaus schon verrennen und unter Umständen die falschen Aktionen setzen. Es können diese Angreifer, diese Informationen, wenn sie zentral gesammelt werden, auch an einen Angreifer dadurch zentral in die Hände fallen. Es gibt rechtliche Risiken und es gibt die Datenschutzproblematik. So, und da nur kurz mal als Beispiel, überschießende Reaktionen, adäquate Reaktion reduziert die Schäden, aber was ist adäquat? Gegenmaßnahmen verursachen Kosten. Es gibt Nebeneffekte der Maßnahmen. Wenn man sagt, sperrt alle den Board XY und jemand denkt nicht nach, dann geht auf einmal irgendwas nicht mehr. Die Sekretärin kann nicht arbeiten. Das sind Zusatzkosten. Das kann in großen Firmen durchaus teuer werden. Es kann Fehler geben bei der Umsetzung dieser Maßnahmen. Dass man einfach, man vertippt sich und killt den Firewall dadurch, dass man eigentlich was Gutes tun würde. Es gibt übertriebene Reaktionen.
durch die unnötig Ressourcen gebunden werden, die dann nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung stehen. Was sind die Gegenmaßnahmen gegen dieses Risiko? Die Informationen, nicht nur Angriffsinformationen verteilen, sondern auch eine Hilfestellung, wie man priorisiert. Für wen ist das wichtig? Wer muss hupfen und wer kann es vorerst liegen lassen? Und Informationen über die Qualität der Gegenmaßnahmen sammeln, auch zentral sammeln. Wenn der eine sagt, ich habe da eine Schadsoftware, die kommuniziert über den Port 1, 2, 3, 4, daraufhin sagt wer, ja, sperren wir den. Und fünf andere sagen, aber das Produkt sowieso kommuniziert genau auch darüber. Dann wäre es interessant, wenn man das sozusagen kollaborativ sammelt, damit man auf die Weise den Fehler vermeidet. Weiteres Risiko, Informationen können an den Angreifer übergehen. Für Täter sind diese Daten nämlich äußerst nützlich. In welcher Art? Man bekommt Live-Informationen über weltweit gefundene Schwachstellen, interessante Schwachstellen, die neu sind. Man bekommt Feedback zur Produktevaluierung. Wenn ich sehe, dass meine Malware immer öfter gefunden wird, ja, dann kann ich gleich den Stream verwenden, um sie zu verbessern. Und es wird die Arbeitsweise der Verteidiger dadurch analysierbar. Wo sitzen die Leute, die neue Informationen liefern? Wer hat Ideen dazu? Wie arbeiten die? Gegenmaßnahmen. Diese Formate erlauben es zum Beispiel, sensitive Daten zu kennzeichnen. Zum Beispiel eben, wie genau diese Malware, das Binary ausgeschaut hat, das man abgefangen hat. Das wird dann unter Umständen nur zwischen vertrauenswürdigen Parteien getauscht. Zum Beispiel nehmen wir an, die europäischen nationalen CERTs tauschen diese Daten untereinander aus, aber irgendeine größere Firma oder Privater, der unter Umständen den Stream auch haben will, oder Forscher, bekommt diese Daten nicht. Hat natürlich, man kann sagen, ist eine Art von Zensur, hat auch Risiken, aber es hat auch Vorteile. Und dann natürlich, das reden wir im nächsten Punkt zusammen, man schaut, dass man möglichst die heißen Daten nur an vertrauenswürdige Partner weitergibt. Trotzdem kann manchmal was schief gehen und das ist eigentlich, wie wir gesehen haben in der österreichischen Diskussion, Teil ist der Killer dafür. Es gibt rechtliche Konsequenzen und deswegen will man nicht weg mitspielen. Nämlich zum Beispiel Haftungsfragen bei möglicherweise falscher Verwendung von möglicherweise falscher Information. Beispiel dazu, Meldung, die IPX, zum Beispiel IP hier an der FH, ist die Kontrollstelle eines Bots, man sperrt die IP und daraufhin kann die Firma oder die FH nicht mehr arbeiten, weil sie ausgesperrt worden sind und haben dadurch einen Schaden. Eine weitere Variante, Reputationsschäden und daraus resultierende Klagen. Beispiel, eine Firma stellt Informationen über einen Incident zur Verfügung, also einen Angriff, der sie betroffen hat und aus dem man auch natürlich erkennen kann, aus diesen Informationen, wie weit diese Firma unter Umständen unterwandert wurde. Konsequenz, man kann aus dieser Meldung erkennen, welche Firma das ist und unter Umständen sagt jemand, A1 als Beispiel, ihr habt so einen Vorfall gehabt, bei mir ist das Internet nicht gegangen, ich klage euch, ihr habt den Service nicht erfüllt, weil es kann Klagen wahrscheinlicher machen oder ihr habt einen schlechten Sicherheitslevel. Das ist ein typischer Reputationsschaden. Weiteres Problem, Datenschutz. Wie dieses Beispiel ganz am Anfang mit diesem Wanted Dead or Alive. Solche Incident-Informationen enthalten immer wieder personenbezogene Daten. Zum Beispiel die Meldung, der Phishing-Absender von einer Phishing-Mail ist Max Meyer at irgendwo. Das heißt nicht, dass der Max Meyer das war, aber eine ihm zuordnbare Mailadresse wurde verwendet, um ein Verbrechen zu verüben. Ja, muss damit umgegangen werden. Weiteres Problem, Ableitung von rechtlich bedenklichen Informationen. Nehmen wir an, aus dem Netz bekommt man raus, Schadsoftware X wird über eine Kinderpornografie-Seite Y verteilt. Und die Suche im Firmennetz auf dem Rechner des Mitarbeiters sowieso war erfolgreich. Wie geht man damit um, mit so einem Fall? Und für Österreich noch speziell problematisch, vielleicht hat es mal wer gehört, Offizialprinzip. Bei Kenntnis einer Straftat muss in Österreich ein Verfahren eingeleitet werden. Das ist aber schwierig, wenn zum Beispiel ein mit Beamten besetztes nationales CERT installiert würde. Nämlich wenn die erfahren, dass es bei der Firma X in Österreich ansässig
einen Angriff und damit ein Verbrechen gegeben hat, müssen Sie das zur Anzeige bringen, müssen ein Verfahren einleiten. Aber durch die Einleitung des Verfahrens gibt es Akteneinsicht. Das heißt, auf die Weise weiß auch jeder, welche Firma angegriffen wurde. Reputationsschaden. Ja, wie kann man gegen diese Risiken vorgehen? Einerseits vertragliche Absicherungen zwischen Quelle und Senke, zum Beispiel Non-Disclosure Agreements. Wir tauschen die Daten, aber ihr dürft sie nicht weitergeben. Haftungsausschluss bei grob fahrlässigen falschen Informationen. Warum steht da grob fahrlässig? Leicht fahrlässig gibt es eh meistens keine Haftung. Aber in dem Fall, selbst wenn ein Administrator in das Netz ein Incident reinreportet, bei dem er sich einfach geirrt, verschaut oder irgendeinen anderen Fehler gemacht hat, will er nicht, dass er als Erzeuger dieser Information haftbar ist, weil jemand anders sich aufgrund dieser Meldung seine Systeme zerschießt. So, und dann natürlich datenschutzrechtlich korrekte Konstrukte können auch das Datenschutzproblem lösen. Zum Beispiel in Österreich ist es so, wenn jemand ein Dienstleister ist und für wen anders personenbezogene Daten verarbeitet, dann darf man ihm diese Daten übergeben, sonst nicht. Damit kann man aber, wenn es ein Dienstleistungsverhältnis gibt, kann man viele rechtliche Probleme lösen. Ja, und natürlich die andere Ebene, man kann die Gesetze ändern und damit einen passenden Rahmen schaffen. Zum Beispiel die EU-Verordnung über die ENISA schafft genau eine solche europäische Stelle, die eben Koordination von nationalen CERTs, verstärkte Zusammenarbeit mit Europol, grenzübergreifende Unterstützung in ihrem Programm hat. Und dann auch, wie zum Beispiel jetzt mit NIS-Richtlinie, die entsprechenden gesetzlichen Änderungen anstößt. Ja, und dann eben auch, diese Verordnungen können nur erfüllt werden, wenn man auch auf nationaler Ebene passende Änderungen macht. Das passiert in Österreich zum Beispiel über den Namen, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Cybersicherheitssteuerungsgruppe, die erstellt die österreichische Strategie für Cybersicherheit. Damit wird einfach geschaut, was muss man auf nationaler Ebene gesetzlich machen, damit man nicht in einem rechtsfreien Raum löst bleibt. Das Dead or Alive muss rechtlich gedeckt sein, auch im IT-Raum. Ja. Und eben, das ist allerdings eh schon deckend mit der letzten Folie vom Kollegen, wir haben dazu eben laufende Forschungsprojekte, einerseits eben auf europäischer Ebene, wo man genau solche Fragen untersucht, allerdings auch auf österreichischer, wie zum Beispiel mit CIS in Kiras Call, wo es eben auch genau um Datenaustausch, Erkennung und Datenaustausch eben geht. Danke für die Aufmerksamkeit und gibt es Fragen für alle und sonst gibt es noch nachher eine kleine Fragerunde für die speziellen Interessierten. Soweit, so klar, unglaublich. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank und wir sehen uns draußen, wie steht.